Der Neueste vom Schloss. Der Salomon, der Gerichtsbarkeit verkaufen. Das habe ich ja schon gedacht, das können wir mal so sehen. Er hat den Zeiss für die 60.000 Kunden doch nicht aufgebaut. Und wissen Sie, wer sie noch geben will? Der Winterthurer. Und Zürcher zu ärgern, weil die kein Interesse hatten. Heute kommt schon der Stadtrat von Winterthur, um den Käufer zu zwicken. Dann habe ich etwas anderes erfahren. Die Geschichte mit dem Pfarrer Escher hat für den Hirzel dann doch noch Folgen. Er kommt von Zürich in Verweis über und einen Buss von 500 Gulden. Lächerlich! Jeden anderen würde ziehen lachen. Aber wenn einer halt Hirzel heisst. Aber jetzt muss ich ganz schwierig und herzig und sage etwas Dummes. Grüezi, ich gehe zum Oberst hierzu. Ja, sind Sie so gut? Danke. Grüezi, Mütterli. Ich bin schon erwartet. Kommen Sie her. Herr Oberst. Ich komme von Zürich und möchte... Hat da ein Brief bei mir? Ist es möglich? Haben Sie schon Kenntnis? Ja, Mütterli, ich bin bei... Sagen Sie nur, Sie können mich hier auf Fuss eintreiben wegen der Geschichte mit unserem wehleidigen Pfarrer. Ja, man könnte dem so sagen. Gut, zeigen Sie her. Da wäre das Schreiben, wenn Sie möchten, so gut. Danke. Ja. 500 Gulden. Was Ihnen schon parat gemacht? Sie können anzählen. Nein, Herr Robert, es wird so stimmen. Da danke vielmals. Wie Sie meinen? Dann darf ich dann dort noch eine Unterschrift, bitte. Selbstverständlich. Ja. Und grüße jetzt mal die Herren von Zürich und nicht für Ruhe wegen dieser Geschichte. Sehr wohl, Herr Robert. Dann danke vielmals, Herr Robert. Wünsche noch einen schönen Tag, Herr Oberst. Wiedersehen, Herr Oberst. Hoffe es nicht. Warum habe ich auch so Schiss gehabt? Ist mit meiner Busse unterwegs auf Zürich. Jetzt freut mich das Keibe, gell? Jetzt machen wir das so. Verstanden? Zu Befehl, Herr Oberst! Wenn er mit dem die Geld zeigt, hey, schau! Nicht so laut! Zu Befehl, Herr Oberst! Grüezi, wer geht's denn an? Grüezi, der Amtsweigel von Zürich.
Ich würde gerne mit dem Oberst hier zu reden. Was sind diese Butter? Ist der in der Amtsstube? Ja, Sie. Mit Ihnen habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Alle Zeit. Grüezi, Herr Oberst. Grüezi, Herr Amtsleibel. Herzlich willkommen. Danke. Was führt Sie zu mir im Schloss? Gerichtsherrschaft Wülflingenburg. Ja, wie darf ich das verstehen? Nehmen Sie doch Platz, nehmen Sie Ruhe. Es kommt um den Kauf von der Gerichtsbarkeit. Die haben ja am Rat von Zürich ihre Gerichtsbarkeit angeboten. Aber die Zürcher Regierung hat doch kein grosses Interesse gezeigt. Ja. Jetzt habe ich vernommen, dass sie mit der Winterthur verhandeln. Das ist richtig, ja. Jetzt habe ich das den Zürchern nochmal vorgelegt. Und jetzt sind sie an einem Kauf interessiert. Sie machen ihnen ein Angebot von 43.000 Gulden. Ja. Das ändert natürlich die Situation. Ich bin dem Rat ermächtigt, den Kauf abzuwickeln. Und darum habe ich den Vertrag gerade mitgenommen. Können Sie gerade mal studieren? Ich würde zuerst noch anstoßen. Ja, gerne, Herr Oberst. Herr Amtsleibel, danke für Ihren Besuch. Wohl, Herr Oberst. Die hohe Gerichtsbarkeit geht dann also nach Zürich. Die niedere nach Altenfingen. Schloss Wülflingen wird jetzt zum Privathaus und bleibt so in meinem Besitz. Herr Amtsleibel, Verzeihung von der Schulden, die müssten wir noch neu regeln. Natürlich, Herr Ober. Und wir sind der Meinung, das gehöre nicht in den Vertrag hier. Das führen wir nachher. In guter Einvernehmung miteinander aushandeln. Ja, das sehe ich auch so. Dann können Sie dem Vertrag zustimmen. Sie, Herr Amtsleiber, ich muss Ihnen sagen, der Kuber eigentlich gelegen und im Moment habe ich ja gerade nichts auszusetzen. Mit Ihrer Unterschrift machen Sie ihn gerade rechtskräftig. Der Oberst lässt sich zwar nicht gern rennen, aber ich glaube fast, heute sind die Wintertouren zu spät. Wohl, Herr Amtsleiber, ich unterschreibe. Gratulieren, Herr Oberst. Danke vielmals. Dann darf ich Sie gerade bitten, den Vertrag zu unterschreiben. Ja. Ist das mein Teil? Ja. Danke. Dank. Nehmen Sie noch ein Gläschen Schnaps, so einen guten Handel müssen wir begrüßen. Danke, Herr Oberst. Ich trinke gerne den Wülflinger noch aus. Und dann muss ich gehen. Ich sehe noch die Keyboard vorbei. Wie Sie meinen. Jawohl, Herr Amtsleiber. Wünsche ich es gut, Herr Oberst. Alle Buchen vor der Sonnenaußen versammelt. Ich wollte dann die neuere gerade bekannt geben. Wohl, das kann ich machen. Das gemeine Volk auf die Zähne in die Sonnenruhe befehlen. Und ich habe das einmal so gemacht, wenn ich ein neues Regiment übernommen habe. Und ich zähle schon mal Befehle und Instruktionen durchgegeben. Das macht Eindruck. Sehen Sie. Aber ich mache natürlich später gerne mal einen Besuch bei Ihnen auf dem Schloss. Dann können wir gerne miteinander mal einen Schnaps trinken. Das würde mich freuen. Wieder schauen, Herr Oberst, und besten Dank für das schnelle Geschäft. Der Dank ist meinerseits, Herr Amtsleibel. Machen wir die Türen auf. Danke. Rotsnacht. Jetzt rösten die Ärzte, Herr Amtsleibel. Alle Zeit. Herr Rotsnacht hat extra ein schönes Sattel für mich, wo ich gesagt habe, ich müsste zum Oberst Kitzel. Wir finden.
wünsche Ihnen einen guten Ritteramtsheim. Danke, Herr Oberst. Sehr gut. Ihr könnt heute Mittag frei machen. Wegtreten. Zu Befehl, Herr Oberst. Wir machen heute Mittag frei. Meld mich ab, meld mich. Sehr viel Buch, Herr Bürger. Ich habe Sie erst verlacht, weil ich Ihnen eine wichtige Änderung für Ihr Dorf mitteilen will. Ab sofort gehört Gerichtsherrschaft Prüflingen-Buch der Stadt Zürich. Schloss Wülflingen, das existiert nicht mehr. Ja. Dann gestern hat der Oberstallmann hier die Gerichtsbarkeit der Stadt Zürich verkauft. Die niedere Gerichtsbarkeit wird die Landvogtei Andersingen ausüben und die höhere Stadt Zürich melden. Als Vertreter vom Stadt Zürich vollziehe ich jetzt die heutigen Amtshandlungen. Treten vor und kommen hier rauf. Der Unterfolg, Heinrich Bayer. Dann der Säckelmeister Jonas Bayer. Auch hier raufkommen. Der Richter Galt, der Richter Schurter und der Richter Wiermann können wir dann hören. Ebenfalls hier sind gekommen Anton Liner und der Jakob Schneider. Als erstes zum Richteramt. Treten vor, Herr Ganz, Herr Schurter und Herr Wienemann. Meine Herren, ich bestätige Sie im Amt als Richter. Sie werden für die restliche Amtszeit in Andersingen und Zürich tätig sein. Hey, was ist los? Ihr Buchmann, sind Sie da nicht einverstanden? Aber ihr habt doch die Wohnung selber gewählt. Die nächste Rolle kommt bestimmt. Also Zürich mischt sich da nicht drin. Könnt ihr da reintreten. Jonas Bayer. Ich bestätige Sie im Amt als Säckelmeister. Auch die neuen Herren erwartet einen vollen Einsatz und eine peinlich genaue Rechnung. Heinrich Bayer. Als Untervogt vom Oberstirzel haben Sie das Amt ein paar Jahre ausgeführt. Deren Beschwerden aber, dass das Amt nicht zusammen mit dem Säckelmeister in der gleichen Familie sein darf, hat der Rat von Zürich jetzt recht gegeben. Darum danke ich Ihnen für Ihren geleisteten Dienst und entlasse Sie aus dem Amt. Anton Liner, Jakob Schneider. Der Rat von Zürich hat in den Brief von Pfarrer Escher erfahren, wie es ihnen ergangen ist. Sie entschuldigen sich für die erlittene Schmach und wird den Verweis an die Gebrüder Hirzel richten. Ihre Mut und ihre Standhaftigkeit wurde Zürich jetzt belohnen. Darum ernenne ich den Anton Liner zum neuen Untervogt vom Buch. Hallo?
ja erst gewährt und erst noch die Tätsche bekommen. Der Herr Pfarrer? Ja, genau, der Herr Pfarrer. Wo ist er denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Aus lauter Freude darüber hat der Salomon Hirzel seinem Hausmaler, einem Stöffi von Rieden, den Auftrag gegeben, die alte Gerichtsstube mit den Geschichten und Streichen der Hirzelbrüder auszumalen. Noch heute können Sie übrigens die gemalte Gerichtsstube im Schloss Wülfingen bestaunen. Ja, damit wäre der politische Teil des Buch abgeschlossen. Aber wie es mit dem Salomon Hirzel weitergeht, das nimmt mich schon ein Wunder. Er lebt immer noch im Schloss Wülfingen. Und Parker, sein Jagdhaus dort oben, das gehört immer noch ihm. Und wieder ist ein Jahr vergangen. Ursula, was hast du? Oh, hi, du, ein Brief. Oh, Matthias. Ja, endlich. Was schreibt er? Es geht ihm recht. Aber der Dienst ist so hart und ungewohnt. Hey, ich habe so Angst, dass man etwas von dir. Das kommt schon gut. Du musst jetzt ganz danken. Wir hoffen, da ist es nicht. Komm, wir keine Verwendung mehr für euch beide. Ich will Ihnen an dieser Stelle Ihren letzten Lohn auszahlen und Danke sagen für die vielen Jahre, die Sie mir treu gedient haben. Walz, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke vielmals, Herr Oberst. Walz, auch Ihnen alles Gute. Danke. Wir können vielleicht den neuen Besitzer von Johannes Sulzer von Winterthur fragen. Vielleicht kann er Sie einstellen. Wir wollen uns dann vorstellen, wenn er einzogen ist. Herr Oberst, ist er ein Zivilist? Ja. Oh je. Herr Oberst, was ich noch wollte sagen. Ich meine, mir hat es gefallen bei Ihnen. Sie sind ein richtiger Oberst. Klare militärische Sprache.
Strenge Führung. Strategischer Weitblick. Disziplin. Und Haltung. Sobald reissen sie sich zusammen, werden sie nicht sentimental. Sie sind ja schließlich ein Mann. Zu Befehl, Oberst. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Ich habe alles verloren. Aber ich gehe aufrecht in die Niederlage. Ein Herzog gibt nie auf. Danke vielmals, Herr Oberst. Adieu, Herr Oberst. Auf Wiedersehen, Alt. Alles Gute, Herr Oberst. Herr Oberst, melde mich ab, melde mich. Haben wir alles? Nein, ich kann nicht alles allein. Was fehlt denn noch? Ja, die Kiste Geschirr, die mag ich nicht. Ja, komm, Solda, was ist los mit Ihnen? Was soll schon mit mir los sein? Meinen Sie, ich ziehe gerne aus dem Schloss Mühlsingen aus? In Baracken hoch, auf dem Kaff und erst allein im Wald oben. Jetzt diene ich schon 34 Jahre da in diesem Schloss. Und jetzt muss mir so etwas passieren. Ja, Sie haben Solda, wenn Sie nicht mitkommen wollen. Das habe ich nicht gesagt. Sie sind ja immer recht zu mir und grosszügig. Aber es ist halt gleich eine Schande. Ja, wie meinen Sie das? Was, man muss zum Schloss aus? Da reitet einer auf Schins nach Badhafen, spielt dort drei Nächte durch, bis er 16'000 Gulden verklopft hat. Und jetzt muss er das Schloss verkaufen. Ein Oberst! Ihnen sollte mal jemand so richtig Kutte putzen! Ui, wie gut! Hoppla, am Solden! So kenne ich Sie ja gar nicht. Aber vermutlich haben Sie ja sogar recht. Aber jetzt ist es uns nicht spät. Er brennt die Zeine. Herr Oberst, was sind Sie nur für einen masslosen, gespässigen Mensch? Sie sind ja nicht einmal verrückt, dass Sie Schloss verspielt haben. Ich bin ja würdiger als Sie. Also, ich sage es Ihnen jetzt zum allerletzten Mal. Und dann nachher wollte ich nie mehr einen Ton hören. Verstanden? Zu Befehl, Herr Obst. Ich gebe es zu. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Und ich habe alles verloren. Aber was soll ich mich jetzt da hinten drin aufregen? Ändern kann ich es ja sowieso nicht mehr. Und eins wollte ich Ihnen sagen, Amsolder. Das Leben ist zu kurz für langweilige Frauen und für schlechte Wein. Und Sie müssen nicht das Gefühl haben, dass ich mich wegen so einem kleinen Missgeschick ändere. Wenn Sie ein ruhiges und grusames Leben suchen, dann müssen Sie zu so einem trockenen Bräuswerk arbeiten. Auch wieder. Baracken oben wird es viel zu und her gehen. Und ich werde ab und zu ein Gespässchen machen. Herr Amsolder, jetzt müssen Sie sich entscheiden. Entweder kommen Sie mit und hocken auf den Wagen ruhen, oder Sie gehen zu so einem Ofenbänkchen furzen und kochen. Warten Sie, helfen Sie. Oh. Und jetzt kommen Sie noch ein anständiges Gesicht ab. Also ganz allein,
mit seiner Köchin Amsolde hier oben in der Baracke, seinem letzten Besitz. Aber auch da ist der alte Oberst geblieben. Er hat einiges umbauen lassen und hat wie immer mit den grossen Kirchen angerührt. Und überall hat er Schulden gehabt. Und das Geld hat immer noch nie hergegangen. Doch jetzt wird es eng für den alten Oberst. Ich habe nämlich gehört, der Gerichtsdiener Mötteli muss ihm den Hausrat pfänden. Schauen Sie, bei denen kommt er schon. Oh, der arme Kerl, der ist nicht zu beneiden. Wie soll er das am Oberst Stürzel beibringen? Schön, dass Sie schon da sind. Hängt sich wirklich. Das Essen ist schon parat. Essen? Na, danke, danke, Herr Ober. Ich bin endlich da, ich brauche nichts zu essen. Ja, ich weiss schon. Aber Sie können Ihre Amtspflichten auch ein bisschen mit dem Angenehmen verbinden, oder? Das habe ich nicht verboten, Herr Ober. Aber sehen Sie, wir gehen im Garten ab, es ist nur entdeckt. Sind Sie so gut? Oh, sehr schön. Kommen Sie. Danke. Am Sonder nehmen Sie den Mädchen die Schoppen ab. Wenn ihr heißes Wasser ist, wo man froh ist, dann wunderbar. Aber Herr Oberst... Haben Sie schon gesehen, wie ein ganz Dorfbuch zu Füßen liegt? Ja, Herr Oberst... Und dann schauen Sie mal die Aussicht, die wir da haben. Ihr seht wie in Schwarzwald. Herr Oberst... Aber nehmen Sie doch Platz, sind Sie schon gut. Danke. Nein, aufs Fässchen. Ja, gerne. Danke. Nehmen Sie ein Schlückchen von unserem kleinen Wein. Ja, eigentlich, Herr Oberst, bin ich endlich da. Komm, Sonder, sitzen Sie gut. Ja, gerne, Herr Oberst. Meine Köchin hat uns Fasane im Ofen gebacken. Ich muss sagen, sie ist eine ausgezeichnete Köchin. Heute Morgen ist dann am Lotzenbach unten rumgefladdert. Und jetzt liegt er da in einer feinen Steinpilzsoße. Ja, Sie essen doch Fasane. Sicher, gern, Herr Oberst. Sie wissen, warum ich... Ja, zum Wohl, Herr Mütter. Zum Wohl, Herr Oberst. Schmeckt er Ihnen? Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Sie wissen, warum ich da bin. Ja, also, dass Sie mich schimpfen. Herr Oberst, ich habe einen Gerichtsentscheid in der Tasche. Kann man es denken? Sie ist leider verraten, Herr Oberst, meine leidige Pflicht, den Entscheid auszuführen. Mein lieber Gast, ich verstehe Ihre unangenehme Situation vollkommen. Aber jetzt nehmen wir zuerst essen. Guten, Herr Mütterli. Guten miteinander. Danke, einen guten. Ausgezeichnet. Ist es nicht herrlich, an so einem schönen Sommertag? Sagen Sie selber, Herr Mütterli. Das Leben ist doch manchmal genug ein Jammertal. Darum soll man es doch geniessen, solange man kann. Ja, Papa, da haben Sie recht, Herr Oberst. Im Besonderen, es ist mir äußerst peinlich. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich Sie in Ihrem Hausrat fände. Ja, das habe ich vermutet. Entschuldigen Sie, aber wir sind taubbunden. Lieber Gast, ich verstehe Sie vollkommen. Aber Sie wissen genau, dass Sie mich in die grösste Schande und Not stoßen, wenn Sie jetzt kommen und an meinen Kästen und Ruhesiegel anmachen. Ich weiss aber auch, dass Sie Ihr tägliches Brot kümmerlich verdienen und Ihr armseliges Leben mühsam durchschleichen. Dann darf ich doch davon ausgehen, dass für Sie keine grosse Überwindung wird sein, mit mir eine kleine Himmelsfahrt zu unternehmen. Wie
meinen Sie das? Herr Wetterli, Sie hocken auf einem Pulverfässli oben. Wenn ich jetzt die Pistole nehme und drin schiesse, sind mir beide Augenblicklich von unserem grossen Leid erlöst. Und Sie können vor mir her schweben, weiss und blau geschmückt, Westzürich-Wappen, bis Sie sind mir. Aber, Herr Oberst, man kann doch noch reden miteinander, so blessiert es dann doch nicht. Wenn Sie möchten, beantrage ich noch mal einen Aufschub. So. Herr Oberst, so heiß wird es dann nicht gegessen, wie es kochend ist. Ich muss sofort gehen. Der Unter von Kleiner wartet noch auf mich. Vielen Dank fürs Essen. Aber er will sich gar nicht essen. Hört mir Unmut. Sind 2 Jahre vergangen. Der Barackenoberst hat sich zwar vor der Fendi können drucken, aber jetzt ist sein Untergang nicht mehr abzuwenden. Ich habe nämlich gehört, dass das Land von Klein-Andelfingen den Konkurs über den Salomon-Hirzel verhängt hat. Und wenn es Brauch ist, müssen jetzt die Pfarrer von der Umgebung am nächsten Sonntag von der Kanzel aber verkünden, dass der Hirzel zahlungsunfähig ist. Und dass sich alle, die noch etwas zu gut haben von ihm, das Andelfingen sollen melden. Ich glaube, jetzt ist Spiel aus für den Hirzel. Aber jetzt hören Sie, was ich vor 2 Tagen Zegisäulen erfahren habe. Ich habe gerade mit ein paar Soldaten gehandelt, die von Holland heimgekommen sind. Die berichten mir, dass der Lina Matthias in ein paar Tagen heimkommt. Vor lauter Freude und Aufregung habe ich noch vergessen zu fragen, wie es ihm geht. Und bin gerade schnurstracks auf Buhu in die Sonne rüber, was zu erzählen. Das Dorf ist ganz der Blüte aus. Und du sollst auch überglücklich. Aber wie kommt er heim? Ist er gesund? Geht es ihm gut? Oder ist er arm und verwahrlos, krank oder gar verstümmelt? Entschuldigen Sie, ich muss schauen. Kommen Sie doch mit. Thank you.
Anstand. Wer macht Meldung? Der Matthias ist zurück, der Robert. So. Der Schuhmacher-Liebel ist wieder zurück. Grüßt man nicht mehr. Herr Oberst, Trittmeister Lino. Oh, letzter Offizier. Jawohl. Aber auch wenn Sie sich ein paar Federn anstecken, Sie sind und bleiben der Bohrentempel. Bitte, Hirzel, apropos Federn. Mir scheint, die Jäger von Federn müssen an. Aber warten Sie nur, gegen das ungerechte Urteil, wieder mich zur Wehr setzen. Wo fällt Ihnen eigentlich hier so mit mir zu reden? Aber Matthias, jetzt ist doch schon lange nicht mehr Gericht her. Und Schloss Höflingen hat er verspielt. Jetzt muss er allein in der Küche, in der Fahrradgarten oben. Hallo, Matthias. Das ist ein Renner. So ist das. Wir verbieten mir so weit eine trächtige Redensarte. Das erbärt jeden Grundlage. Den Denker daran rufen wir. Ein Hirzel. Ein Hirzel hat immer noch einen Sassi-Wirbel. Wo hinter ihr so einen Schuhmacher-Liebel? Ah! Matthias, lass ihn! Er hat gespielt. Aber Spitzel, wir sind am Ende. Ihr Spiel ist aus. Verschwindet sie! Verschwindet sie! Der Honig im Buch haben wir wirklich noch, wird er ihm aber leid tun. Aber warte, du bist der Oberst, jetzt an die Zurückkunft. Der Knall, der ich kann zu deinem Dorf. Seine Nasensäcke von der Syphilis abgefallen sind. Als letzte Überraschung hat der Salomon Hirzel einen unehelichen Sohn hinterlassen, den Isaac Hirzel. Nach Diensten in Holland war der Musiklehrer zu Zürich und hat unter anderem Melodie komponiert, so «Freut euch des Lebens!» Erstaunlich, wo die Talentmengs mal wieder vorkommt. Auch die Amsolde hat man nie mehr gesehen. Wo die Buchen nach dem Fest am anderen Tag sind schauen, Sparakel leer gewesen. Der Buchen war das unheimlich gewesen. Sie haben gesagt, der Geist von der Amsolde, der Spuk hier noch dort rum. Herr Oberst, Herr Oberst, Herr Oberst, wo stecken Sie? Kommen Sie führen? Kommen Sie zu dem Hühnergarten raus? Sehen Sie doch, Herr Oberst, Herr Oberst. Hören Sie es? Ihren Geist ist nicht zur Ruhe gekommen. Darum ist das Haus dann mehrere Jahre leer gestanden. Erst im Jahr 1784 ist der Christian Merz mit seiner jungen Frau von Süddeutschland eingewandert. Dafür die beiden Geistergeschichte von der Buchhammer hat er nur ein mildes Lächeln gehabt und die Baracke für bloß 400 Gulden gekauft. Seitdem lebt Familie Merz da oben am höchsten Punkt der Gemeinde und seitdem hat der Geist von der Amsolde seine Ruhe. Herr Oberst, Herr Oberst, du in der Wette! Nehmen Sie es raus zu hoch aus! Ich kann es auch nicht schaffen!
vielmals für den Applaus. Aber auch, wisst ihr, so ein Anlass ist, es hat auch viele Leute, die hinter den Kulissen mithelfen. Der Autor von dem Stück und gleichzeitig zuständig für die Regie, der Tommy Ganz. Für die weiteren Ehrungen übergebe ich das Wort unserem Amtsweibel, am August von Zürich, darf ich bitten. Am Klavier sitzt der Komponist von unserer Musik, der Ernst Zick. Am Akkordeon unser OK-Präsi, der Kurt Ganz. Licht und Ton macht die Firma Top Light Systems mit dem Andi Esenwein, dem Willi Wettstein und dem Rudi Dietrich. Regieassistenz, Anna-Marie Ganz. Maske, Monika Posse. Und Marion Zopfi. Für das Kostüm ist verantwortlich Margret Gut. Das hat betreut und bereitgestellt das Ross-Team unter der Leitung von Peter Ganz. Die Kulissen sind von einer grossen Bautruppe unter der Leitung von Urs Wielemann erstellt worden.
Kriegskommando, wegtreten! Thank you.